Frau Präsidentin, lieber Herr Löttgen, ich glaube, da ging gerade so ein bisschen was bei Ihnen durcheinander. Und ich meine jetzt gar nicht Ihre gesamte Rede, da können wir im Einzelnen drüber sprechen. Ich will auch lieber heute nach vorne als nach hinten gucken. Aber Sie haben gerade einige Zitate von Herrn Kutschaty hier vorgetragen. Und ich glaube, dass bei Ihnen da tatsächlich ein bisschen was durcheinander gegangen ist. Und vielleicht können Sie das gleich noch mal klarstellen. Weil das, was Sie vorgelesen haben, war eine Antwort von Herrn Kutschaty auf die AfD, die immer wieder hier die Gefahr des Coronavirus geleugnet und verharmlost hat. Und ich bin sehr froh, dass wir unter den Demokratinnen und Demokraten, die, glaube ich, bei der grundsätzlichen Einschätzung über die Gefahr durch das Coronavirus uns sehr einig waren, wenn auch vielleicht im Detail hier auch gestritten und gerungen haben darüber, wie man damit umgeht. Aber ich würde Sie vielleicht bitten, und vielleicht klären Sie das gleich nochmal, dass das nochmal klargestellt wird, weil es war kein Angriff auf die Regierung, sondern tatsächlich auf die AfD. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, das absolut tolle und herrliche Sommerwetter, die niedrigen Inzidenzwerte, das angezogene Tempo beim Impfen, das gibt uns allen endlich Freiheiten zurück. Und sich mit Freunden zu treffen, im Café zu sitzen, auf den Flohmarkt zu gehen, ins Freibad zu gehen, ich gönne es wirklich jedem Kind, ich gönne es jedem Erwachsenen so sehr. Doch, und Herr Laschet, die Zeit der Pandemie ist noch nicht vorbei. Und Herr Laschet, ich meine, es ist auch noch nicht die Zeit gekommen, jetzt wirklich schon Bilanz zu ziehen, sondern jetzt ist doch die Zeit, Vorsorge zu betreiben, diesen Sommer endlich zu nutzen, um Vorsorge zu betreiben, um die Aufgaben, die anstehen, anzugehen, damit die Zahlen im Herbst nicht wieder ansteigen, damit die Impfkampagne weitergeht, damit wir planvoll die Auffrischungsimpfungen angehen können. Und da muss ich sagen, Herr Löttgen, ich sehe Sie jetzt, hinten stehen Sie, Herr Löttgen, ich habe da sehr wenig von Ihnen nach vorne gehört. Ich finde das sehr bedauerlich, denn ich meine, dass wir diesen Sommer nutzen müssen, um Vorsorge zu betreiben. Denn Wachsamkeit ist weiterhin geboten. Viele Fragen zur Ausbreitung der Delta-Variante und der weitaus höheren Ansteckungsrate sind noch nicht beantwortet. Dazu kommt die Sorge, dass der Schutz der Erstimpfung bei der Delta-Variante nicht ausreicht. Noch sind viel zu viele Fragen im Hinblick auf diese Virusmutation offen, als dass wir aus meiner Sicht in einen Überbietungswettbewerb über das Ende der Maskenpflicht eintreten dürfen. Draußen brauchen wir Masken tatsächlich nur da, wo keine Abstände eingehalten werden können. Aber drinnen sind Masken ein effektives und einfaches und ich meine auch, wenn man sich die Verhältnismäßigkeit von Maßnahmen anschaut, auch ein relativ mildes Mittel, um weiterhin für Schutz zu sorgen. Und der Bundestagswahlkampf, der jetzt ja auch hier immer näher rückt, darf nicht zu einem Wettbewerb darüber führen, wer welche Vorsichtsmaßnahmen am schnellsten über Bord werfen will. Und wenn uns der letzte Sommer eines lehrt, dann, dass diese Landesregierung diesen Sommer zur Vorsorge nutzen muss. Aber gucken wir uns doch mal an, wie ist die Situation, Beispiel in den Schulen. Noch ist keine Teststrategie für die Schulen nach den Sommerferien erkennbar. Die Frage, ob dafür noch ausreichend Tests an den Schulen vorhanden sind, wurde im Haushalts- und Finanzausschuss schlichtweg nicht beantwortet. Wenn man aber mit der Teststrategie fortfahren will nach den Sommerferien, und ich meine, dass das notwendig ist, dann müssten neue Finanzbeschlüsse jetzt auf den Weg gebracht werden. In 2,5 Wochen beginnt aber die Sommerpause. Das kann doch nicht sein, dass hier die Landesregierung wieder auf Sichtfahren setzt, keine Antworten hat. Ich glaube, da haben uns die letzten 16 Monate etwas anderes gelehrt. Und ich will auch noch mal einen Blick auf das Thema Teststrategie insgesamt für die gesamte Bevölkerung werfen. Denn wenn sich perspektivisch immer weniger Menschen, immer weniger Erwachsene zum Beispiel in den nächsten Wochen testen lassen, weil wir eben die Tests nicht mehr als Türöffner, nicht mehr als Zugangsvoraussetzung für das Einkaufen zum Beispiel benötigen, dann werden sich weniger Menschen testen lassen und dann brauchen wir eine andere Strategie des Monitorings. Und das muss man jetzt angehen. Und da jeder Mensch regelmäßig zur Toilette gehen muss, gibt es eigentlich nichts Näherliegendes,
als Wasserproben in Kläranlagen zu untersuchen. Klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen komisch, aber das wird in vielen Städten, in vielen Gemeinden, in vielen europäischen Ländern übrigens, wird das schon praktiziert. In Spanien, Italien, in den Niederlanden, die sind alle viel, viel weiter als wir. Wie gesagt, es gibt auch einige deutsche Kommunen. Auch die Europäische Union wirbt inzwischen dafür, so ein Abwassermonitoring zu betreiben. Denn das Abwassermonitoring ist den offiziellen Corona-Testergebnissen sogar mehrere Tage voraus. Es ist ein Frühwarnsystem, das über die Verbreitung des Virus und der Virusvarianten Aufschluss geben kann. Und ich fände es gut, Herr Laschet, wenn wir solche innovativen Ideen auch hier in Nordrhein-Westfalen nutzen würden und nicht wieder einmal der pandemischen Lage hinterherhinken würden. Und Vorsorge treffen müssen wir auch in Bezug auf die Impfungen. Wir müssen doch jetzt schon die Planungen angehen für die Auffrischungsimpfungen, die wahrscheinlich ab dem kommenden Herbst anstehen. Und auch hier gibt es noch viele offene Fragen zu klären. Wie machen wir das? Wie organisieren wir das? Machen wir das über die Impfzentren? Kriegen die Hausärzte das hin, neben den noch parallel laufenden Erst- und vor allem den Zweitimpfungen? Wie gestalten wir die Terminvergabe für die Auffrischungsimpfungen? In welcher Reihenfolge impfen wir welche Personengruppen? Das sind alles Fragen, die jetzt anstehen. Und ich war letzte Woche an der Uni Wittenherdecke in meinem Wahlkreis unterwegs und dort gibt es eine Impfstelle der Universität. Ich finde, das ist so eine der Ideen, die man in den Blick nehmen muss und die sich vielleicht auch auf andere Städte übertragen lassen. Dort an der Uni Wittenherdecke wird der Impfstoff von Wittener Hausärzten verimpft. Die Medizinstudierenden helfen tatkräftig mit, die lernen dabei auch noch einiges. Und der niedrigschwellige Zugang, eben nicht beim Hausarzt, sondern über die Impfstelle der Universität, sorgt dafür, dass all diejenigen, die gar keinen Hausarzt haben, sich dort um einen Impftermin bemühen können. Ich glaube, das ist so ein Best-Practice-Beispiel, was man jetzt auch in die Fläche tragen kann. Aber das Wichtigste bei den Impfungen bleibt doch, dass wir hier klar und eindeutig kommunizieren und dass hier klar und eindeutig informiert wird. Aber gerade beim Thema Impfen war die Kommunikation des Landes doch mehr von Chaos als von Information in den letzten Monaten geprägt und das muss sich dringend ändern. Man kann doch nur von Hohn sprechen, wenn man die Menschen am 7. Juni durch großflächige Anzeigen in den Tageszeitungen in Nordrhein-Westfalen dazu auffordert, sich jetzt impfen zu lassen. Viele Menschen würden sich ja impfen lassen, wenn überhaupt Impfstoff für Erstimpfungen zur Verfügung stehen würde. Wir wissen doch, dass wir jetzt im Juni vor allem nur die Zweitimpfungen machen können. Und deshalb finde ich solche leeren Versprechungen ehrlich gesagt nicht in Ordnung. Und auch die Kommunikation der Landesregierung zur Impfung von Jugendlichen halte ich für sehr misslungen. Und jetzt ist Herr Löttgen nicht im Raum, aber auch ich würde noch mal einen Blick in das Plenarprotokoll der letzten Plenarsitzung werfen. Denn vor 4 Wochen hat Ministerpräsident Armin Laschet hier im Plenum noch gesagt, Zitat, dass der Impfstoff, den wir für die 12- bis 16-Jährigen brauchen, dass er zusätzlich zur Verfügung gestellt wird. Davon ist jetzt aber keine Rede mehr. Und die STIKO hat ja eine Risiko-Nutzen-Abwägung vorgenommen. Ich finde sie auch sehr nachvollziehbar zu sagen, man gibt keine generelle Impfempfehlung ab, sondern nur für Jugendliche, die einer Risikogruppe angehören. Aber klar ist doch auch, dass diejenigen Jugendlichen und jungen Erwachsenen, auch in der Altersgruppe 12 bis 16, die auf individuellen Wunsch und nach ärztlicher Aufklärung sich sehr wohl impfen lassen dürfen. Und ich meine auch, dass wir jungen Menschen zutrauen müssen, dass sie solche Entscheidungen mit ihren Eltern, mit ihren Ärzten auch treffen können. Und natürlich, und da gebe ich Ihnen, Herr Laschet, ja durchaus recht, ich gebe Ihnen da recht, es darf keinen Impfdruck geben auf Kinder und Jugendliche, schon gar nicht, weil man meint, man müsste damit die Herdenimmunität erreichen. Darum kann es nicht gehen. Es darf keinen Impfdruck geben. Aber derzeit gibt es ja faktisch
für viele Jugendliche, die sich gerne impfen lassen würden, noch nicht einmal Impfstoff. Und da lösen Sie, Herr Laschet, ein Versprechen, was Sie hier abgegeben haben, vor 4 Wochen lösen Sie nicht ein, gegenüber einer Gruppe, von der wir uns hier eigentlich einig waren, dass sie jetzt die volle Solidarität der Gesellschaft bekommen muss. Da hat die Regierung wieder viel angekündigt und wenig ist bald rumgekommen. Und wir haben den Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in den letzten 16 Monaten ziemlich viel zugemutet. Allzu oft haben wir Kinder und Jugendliche und ihre Bedürfnisse auf die Bildungsinstitutionen, Kitas und Schulen reduziert. Aber Kinder und Jugendliche und auch junge Erwachsene brauchen mehr als nur die formelle Bildung. Das Programm Extrazeit zum Lernen läuft zwar etwas besser als das letzte Ferienprogramm, was aber nach dem Rohrkrepierer des letzten Sommers ehrlich gesagt auch nicht so ganz schwierig ist. Doch dieser Eigenanteil von 20% bremst viele Initiativen und kleine Träger aus. Schon jetzt ist klar, dass bei weitem nicht alle Kinder und alle Familien, die ein Angebot benötigen, eine Extrazeit in diesen Ferien haben werden. Es bleibt ein Tropfen auf den heißen Stein. Hier muss nachgebessert werden. Wir müssen den Familien in diesem Sommer etwas zurückgeben. In den letzten 16 Monaten konnten Kindergeburtstage nicht gefeiert werden. Auslandsaufenthalte mussten abgesagt werden. Statt in einem WG-Zimmer in einer fremden Stadt fanden sich nicht wenig Studierende in ihrem ehemaligen Kinderzimmer zu Hause bei ihren Eltern wieder. Abi-Bälle lassen sich nicht nachholen, aber wir sollten die Chance nicht ungenutzt lassen, Jugendlichen und jungen Erwachsenen etwas zurückzugeben und damit auch ihren Beitrag zur Pandemiebekämpfung anzuerkennen. Und das können zum Beispiel können das Gutscheine sein für Freizeitaktivitäten von Kino bis Sport oder ein kostenloses Interrail-Ticket für junge Erwachsene ab 18. Ich glaube, da ist viel kreativ auch von uns als Politik gefragt, aber das müssen wir jetzt angehen. Es geht darum, wie gesagt, jungen Menschen, die ein Jahr voller Entbehrungen erlebt haben, die eine große Solidarität gegenüber älteren Menschen, gegenüber Risikogruppen, gegenüber der gesamten Gesellschaft gezeigt haben, diesen Jugendlichen und diesen jungen Erwachsenen jetzt Zeit zurückzugeben. Also lassen Sie uns doch gemeinsam darüber nachdenken, wie können wir ihnen diese Zeit schenken? Und damit auch ein deutliches Signal setzen, dass wir Sie und auch Ihre Bedürfnisse jetzt in den Mittelpunkt rücken und Sie dabei eben auch sehr ernst nehmen. Vielen Dank. Applaus